gefiel es mir irgendwie besser. Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ja, wir wollen uns jetzt endlich mal um die Prüfung kümmern. Also. Hallo Freunde. Alle Aspiranten da sind. Bin ich zu spät? Oh nee, hier werden doch die werden doch enthauptet, oder? Diese Kisten haben doch sicherlich irgendwas damit zu tun, dass man einfach einen Kopf draufpackt und dann kommt jemand mit der Axt und bam, weg ist der Schädel. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Rust zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Olin, ich möchte ihn einiges fragen. Ah, super. Vielleicht sagt er mir auch endlich, wo er Bast. Was seinen Kram hier hat. Nee, geht mir aus dem Weg. Geht mir weg hier. Aus dem Weg, sage ich. Ihr steht doch alle nur im Weg rum. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du den gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümpern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Das ist mir nie passiert. In meinen ganzen, keine Ahnung wie vielen Jahren. Warum lügst du? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Kein Grund, aggressiv zu werden, Junge. Moment. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Na gut. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest...
heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Toll. Das sind Ratschläge. Genau die brauchen wir hier heute. Oh, da drüben leuchtet irgendwas. Vielleicht ist es auch einfach nur eine viel zu große Schar Glühwürmchen. Oder ich inspiziere das einfach mal. Und erkenne dabei nichts. Herrlich. Na gut, es hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Und Lanza will alles, nur aber jetzt sind wir ja schon auf der Seite. Und es sind Glühwürmchen. Yay. Ich mag Glühwürmchen. So. Wir können ihn gleich nochmal irgendwie abspeichern unterwegs, würde ich sagen. Ja, genau. Kurz vor dem Häuschen speichern wir ab. Und dann gucken wir mal, was die noch von uns wollen. Hallo. Sperrenpopo. Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Wollen wir ihn gleich verprügeln oder später? Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Diese Narbe? Dreh dich nicht um, guck in die Kamera. Sieht irgendjemand diese Narbe? Ich sehe sie nicht. Aber hallo, Snix, schön, dass du wieder da bist. Aber haben wollten sie dich auch nicht, ja? Ach komm, jetzt gibt's eine Ohrfeige, Junge. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Ich werde gewinnen, du tust mir leid, du hast Angst. Ja. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Oh. Genau mein Humor. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Oh, ist jetzt nett. Oh, alle haben Doppelbetten, nur ich nicht. Wie gemein. Frechheit. Handheb. Drohen. Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber egal. Wollen wir eine Runde schlafen? Wir schlafen jetzt erstmal eine Runde, würde ich sagen. Und der neue Tag wird Spaß bringen. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es ist nicht schlecht. Wir sind einfach mal nett.
Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Freundlicher sein. The fuck? Was muss ich tun, damit ich hier... Das wird dir nicht gefallen. Ah, das ist eine Idee. Fuck. Sehe ich nicht, wo ich hin muss. Ich muss noch eine Trophäe erbeuten. So, habe ich es jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich es. Yay! Hey. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. So ein Penner. Okay, Moment. Where are they? Ah, da kommt gelegentlich mal welche vorbeigelaufen. So. Und nochmal. Und? Na komm. Fuck. Daneben? Ach komm schon, das krieg ich hin, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Wo bist du? Da bist du. Und? Okay, das ist gut. Got it. Schneller, na los! So, neue Trophäe und hinterher. Los geht's. Das schaffen wir. Das sind ja nur ein paar Meter. Ich könnte schauen, dass ich nochmal nebenbei... Ja, einfach mal noch ein paar Pfeile herstelle. Einfach zu Ende. Höp. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Wie freundlich hier alle sind. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich doch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das macht nichts. Ab geht's. Wer da führt? Das willst du doch. Ich sehe nicht. Fuck. Und Vala ist direkt dahinter.
So, wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Jetzt mach schon. Zeit. Das war irgendwie nicht der Weg, den wir hätten springen müssen, scheinbar. Gut zu wissen. Das nächste Mal gehe ich rechts lang. Okay. Da. Ich muss aufholen. Wie auch immer. Wer führt? Ich sehe nicht. Und Moment. Ist direkt. Also. Jetzt mach schon. Das ist zumindest schon mal der richtige Weg. Aha, hier geht's lang. Schneller, nicht nachlassen. Und hopp, hopp, und da geht's noch lang. Oh, ich muss und weiter. Die Aufgestoßene. Da entlang. Alten Park. Ist sie irre? Okay, wir sehen schon gut, die anderen. Ich hol auf. Da, die Ausgestoßene holt auf. Das ist richtig. Wie ist sie da raufgekommen? Wir sind ja auch nicht so voll die Pussy, so wie ihr. Und abseilen. Mach schon, Beeilung, weiter so. Und ab geht er. Müssen wir jetzt lang, da lang, hier hoch. Doof, dass die Sicht gerade so eingeschränkt ist durch den Schneegestöber, was hier. Ich hab mein Leben lang dafür trainiert. Ja, jetzt machst du mich selbst fertig. Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision, nicht genug. Los, sei perfekt. Es wird schon dunkel oder so. Boah, das sind aber diese Shader-Effekte, die hier gerade am Ablaufen sind. Wow, was ist das denn für ein Krakenviech? Hier oben und da. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Nein. Boah, knappes Ding. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Aloy! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Vernichte die Eindringlinge! Okay. Wo sind die denn? Upsa, da sind die. Hab's verstanden. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Na komm. Und Nummer eins. Und Nummer zwei. Machen wir es kurz. Wir schaffen das nicht. Ja, schaffen wir das. Oh, Mutter, hilf uns. So, dich hab ich auch. Da ist noch einer. Der tut sich hier auf. Ich bin versteckt. Vernichtet die Schänder. Und Headshot. So. Brauchen wir noch mehr Heilkräuter? Oh. Schnell, lauft rüber zum Seil. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Kämpft weiter! Okay. Oh nein, da sind noch mehr! Moment, lasst mal da gucken, wo wir hier überhaupt hin können. Wie viele sind das? Da kommt er um die Ecke geflitzt, der Typ. Oh, Nahkämpfer. Und jetzt rein da. Auch noch. Hi. Da oben auf dem Berg, da sind noch mehr. Was tragt ihr denn eigentlich so mit euch? Aha, Heiltränke. Noch mehr Kram. Oh, kann ich mehr tragen. Das ist doof. Es sind zu viele. Ah, bleib mal geschmeidig. Die ganze Armee ist gerade vor mir. Super, komm schon.
Oh, der hat mich getroffen. Das ist mies. Und ein Nahkämpfer, das ist aber auch nicht dramatisch. Wir schaffen das nicht! Zack. Oh, Mutter, hilf uns! War doch da ein Nahkämpfer. Da ist er ja. Oh, erwischt. Oh, erwischt. Oh, erledigt sie! Und smack von hinten. Ich hätte ganz gerne... Erledigt sie! Was bringt sie denn zu stark? Ist der so... Wir können sie nicht aufhalten! Ich hab die einen genommen. Das kann ich sicher noch gebrauchen. So. Hier sind noch ein paar miese Dudes. Vernichtet die Schänder! Ist noch einer. Den sollte ich vielleicht mal nochmal erwischen. Ach, es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Hab dich. Jetzt! Runter, solange es noch geht! Komm zurück! Das ist bitter. Aber da haben wir jetzt auch den Boss-Dude. Wir sind auf dem Meer. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir genau die richtigen erwischen. So, Kopfschuss. Ah, fuck, hinter mir ist schon einer. Lieber mal eben kurz die schnellen Angriffe. Oh, geht das Treffer. Der liegt nur am Boden. Der hat noch gar nichts. Now I have a machine gun. Was denn? Ich wollte eigentlich. So, ich hier, Kollege. Das bringt ja überhaupt nichts. Ja, komm, dann bleibe ich halt eben beim klassischen Pfeil und Bogen. Dreh jetzt hier erstmal eine Runde. Dann kannst du so tun, als ob du auf mich schießt. Und ich mache mir jetzt einen ganz gemütlichen Daumen und treff dich einfach mal so am Kopf. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst.
Aloy! Aloy! Überlebe! Dass sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wo wir hier gerade eigentlich sind. Aber wir haben ein Level-Up gehabt. Nice! Das wollen wir doch gleich mal erstmal ein bisschen... Oh, ist derzeit nicht verfügbar. Na gut, dann gucken wir hier weiter rum. Obwohl, nein, wir machen hier eine kleine Pause. Ich glaube, das baut so ein bisschen die Spannung auf und die Dislikes an dieser Stelle. Also bis zum nächsten Mal.